Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theologe. Heute mal ein Review zum Pfarrberuf. Ich bin jetzt 9 Jahre lang Pfarrer in Fuß-Gönheim und Schauernheim und es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal so ein Review zu machen. Dazu dachte ich mir, machen wir einfach eine Motorradtour durch meine beiden Orte, Fuß-Gönheim und Schauernheim, und ich erzähle euch da ein bisschen was zum Pfarrberuf, was man so macht. Stellt euch einfach vor, ihr habt 10 Minuten Zeit für so eine Tour mit mir. Der Ton passt allerdings nicht zum Bild, das habt ihr schon gemerkt. Woran liegt das? Nämlich daran, dass ich längst schon auf dem Motorrad sitze und euch jetzt da mitnehme. Wir starten hier bei mir am Pfarrhof. Links das Pfarrhaus sieht man jetzt nicht mehr so gut. Wir fahren durchs Tor raus und ab in die Hauptstraße. Das erste, was wir dann sehen werden, 3, 4 Häuser weiter, ist unsere Lutherkirche. Da halte ich unsere Gottesdienste. Sonntags normaler Gottesdienst, 10 Uhr, in Schauernheim dann meist 9 Uhr. Wir haben auch einen modernen Gottesdienst einmal im Monat. Dann gibt es da auch Schulgottesdienste, Gottesdienste mit unserem Kindergarten. Jetzt links auf der Seite seht ihr gerade unser Gemeindehaus hier in Fuß-Gönheim. Da ist unten ein großer Gemeindesaal drin. Oben in der Dachwohnung haben wir gerade Jugendtreffräume, auch mit Küche, wo es Pommes gibt, man Pommes machen kann. Im Keller gibt es einen Bandkeller, wo unsere Band probt, auch Jugendband, und auch Kindergottesdienstraum ist. Genau, und jetzt am Ende der Straße, da so ein bisschen im Schatten liegend, auf der linken Seite seht ihr unsere Kindertagesstätte. Wir betreiben hier als Kirchengemeinde eine Kindertagesstätte. Das weiße Gebäude davor ist die Grundschule gleich nebendran. Genau, hier die Kita. Ich habe auch im Nachbarort in Schauernheim eine Kita als Geschäftsführer. Das ist ziemlich viel Arbeit, immer die Gebäude in Schuss zu halten, Personal zu suchen, gerade mit den Zweijährigen und Einjährigen, seitdem die jetzt gekommen sind. Gibt es ja viel zu wenige Erzieherinnen auf dem Markt. Ich habe jetzt in etwa 50 Angestellte in den beiden Kitas samt Küchenkräften, und genau, da ist immer viel mit zu tun. Jetzt rechts nochmal unser Gemeindehaus und die Lutherkirche rechts. Dazwischen liegt ein schöner Kirchgarten, wo man im Sommer auch mal Feste machen kann. Und genau, jetzt biegen wir rechts in die Hauptstraße ein. Was macht man so als Pfarrer? Man macht nicht nur Gottesdienste in der Kirche. Kita-Arbeit habe ich schon erwähnt. Zur Schule geht man, macht Schulrallye-Unterricht, meist in der Grundschule am Ort. Als ich hier nach Fuß-Gönheim kam, brauchten in der Grundschule niemanden. Da bin ich dann einfach ans Gymnasium hier im Nachbarort in Maxdorf gegangen, habe da jetzt die letzten Jahre meinen Rallye-Unterricht gemacht. Guck mal, jetzt hier links kommt unser Restaurant, toller Grieche hier am Ort. Das montagsabends auch immer Stammtisch, wo ich hingehe, die Leute treffe, auch News aus dem Ort man so mitkriegt. Genau, tolles Wetter haben wir hier ganz oft in Fuß-Gönheim. Ganz trockene Gegend, richtig viel Sonne immer. Jetzt fahren wir hier durch die Straße aus dem Ort raus und dann auch schon Richtung Schauernheim. Es ist hier eine Gegend, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. Der nächste Ort gleich ist Ellerstadt, ein ganz toller Weinort, und da kommen auch die ganz anderen Weinorte. Also hier kann man gut leben, pfälzische Toskana kann man sagen. Jetzt, ich glaube, müsste ich gleich mal, genau, müssen wir den langsamen LKW überholen. Man ist als Pfarrer durchaus viel unterwegs im Ort und auch zum Nachbarort, auch in andere Ortschaften, die drumherum liegen, wenn man Vertretungsdienste macht für andere Pfarrer. Wenn die mal im Urlaub sind oder krank sind, dann gehört Fuß-Gönheim und Schauernheim zum Dekanat Speyer. Das heißt, unser Verwaltungsamt ist in Speyer, da fahre ich dann hin, auch Sitzungen mit anderen Pfarrern. Wir gehören hier zu einer Kooperationszone, einer Kooperationsregion mit Schifferstadt und auch Böhl und Iggelheim, Dannstadt, Assenheim zusammen, und da treffen wir uns auch einmal im Monat mit den Kollegen, um gemeinsame Sachen zu organisieren, Gottesdienstplan und auch so Vertretungen zu machen. Links am Ortseingang von Schauernheim, könnte man jetzt gerade nur erahnen, ist der Friedhof von Schauernheim. Das gehört natürlich auch zum Pfarrberuf dazu, dass man Menschen beerdigt, auch auf dem letzten Weg begleitet, vielleicht auch ins Krankenhaus mal fährt, wenn die Angehörigen das wünschen, mit denen nochmal Abendmahl feiert. Genau, das ist sicherlich auch Kerngeschäft vom Pfarrberuf. Angehörige begleiten, Trauerfeier vorbereiten, auf dem Friedhof auch die Trauerfeier zu halten. Ist immer viel zu organisieren. Jetzt fahren wir hier durch die Hauptstraße von Schauernheim durch. Zur rechten Seite würde man abbiegen müssen, wenn man jetzt zu unserer Kindertagesstätte in Schauernheim wollte. Das erspare ich uns jetzt mal. Wir biegen gleich links ab und fahren da zur Kirche. Die erste Kirche allerdings, die man sieht, ist die katholische Kirche, die dann gleich auf der linken Seite kommt. Eine ganz kleine, nette Kirche.
katholische Kirche. Wir haben natürlich auch in der Ökumene einiges miteinander zu tun. Die Schulgottesdienste zum Beispiel, die machen wir immer ökumenisch zusammen. Und manchmal gibt es so Jahresfeste am Ort, wo man auch zusammen Gottesdienst hält mit gegenseitiger Beteiligung. In diesem Jahr ist zum Beispiel in Schauernheim 1250-Jahr-Feier. Da machen wir dann großen Abschlussgottesdienst. Da links habt ihr die katholische Kirche gesehen. Und gleich kommt auf der linken Seite unsere evangelische Melanchthonkirche in Schauernheim. Jetzt genau hier links biege ich gerade mal mit dem Motorrad links um die Ecke. Genau, guck mal, das ist unsere Kirche in Schauernheim mit dem Glockenturm. Und man könnte jetzt, wenn man Fußgänger wäre, unter dem Glockenturm durchlaufen. Auf der Rückseite würde man da das evangelische Gemeindehaus in Schauernheim sehen können. Da fahren wir jetzt gerade mal auch hin. In den Gemeindehäusern ist auch immer viel los. Also hier in Schauernheim haben wir eine ganz tolle Seniorenarbeit. Die hat unsere Gemeindepädagogin Beate Oeser ins Leben gerufen, wo ganz viele Senioren sich engagieren und viel machen. Kochkurse, PC-Kurse, Kräuterwanderung, literarische Sachen. Wir haben hier einen tollen Literaturkreis auch in Schauernheim, den ehemaliger Rektor aus Ludwigshafen macht, der hier in Schauernheim wohnt. Wilhelm Baumann, genau. Dann zwei tolle Chöre, evangelischer Singkreis und jüngerer Chor, Vokalspezial, einen tollen Chorleiter, der die Leute motiviert mitzusingen. Das ist unser Gemeindehaus, was man jetzt da sieht. Großer Saal und Gruppenräume auch da. Genau, und man ist als Pfarrer so verantwortlich, also wenn man geschäftsführender Pfarrer ist, so wie ich das bin, für das Gebäudemanagement, für die Organisation, ein bisschen auch die Dachorganisation in verschiedenen Gruppen und Kreise, auch was die Mitarbeiter so für Anliegen haben, genau, auch so Treffen zu organisieren. Ich habe zum Glück hier zwei ganz tolle Presbyterien. Die beiden Kirchengemeinden sind hier selbstständig, haben eigene Leitungsgremien und da sind viele engagierte Leute dabei, die auch viel Arbeit übernehmen, zum Beispiel auch Termine, die nötig sind mit Handwerkern und anderen, die da auftauchen, und es gibt immer was zu tun. Hier links sieht man jetzt die Grundschule in Schauernheim. Ich fahre kurz über den Platz vor der Schule. Genau, ich hatte gesagt, ich habe tolle Leute, die hier mitmachen. Das erleichtert die Arbeit. Das macht auch Spaß an der Gemeindearbeit. Also man muss einfach auch gerne was mit Leuten machen können. Das Tolle am Pfarrberuf ist, die meisten Sachen, die man so als Pfarrer macht, die kann man auch schon ausprobieren, bevor man überhaupt Pfarrer wird. Ich habe selber als Jugendlicher angefangen, in der Jugendarbeit mitzuarbeiten. Da Gruppenstunden schon gehalten, noch Mitarbeiterkreis geleitet, auch schon gepredigt und Gottesdienste gehalten. Das ist natürlich dann toll, wenn man solche Sachen schon ausprobieren kann. Und das würde ich auch jedem raten, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, so mal Pfarrer zu werden. Einfach in eine eigene Kirchengemeinde oder da, wo man sieht, wo was los ist, vielleicht mit Jugendarbeit, mal mit dazu zu gehen und auch mitzuarbeiten. Ich habe das ja auch hier in der Jugend mit Leuten, die mitarbeiten und auch schon selbst in meinem Jugendgottesdienst gepredigt haben, das mal ausprobiert haben, Programm in der Jugendarbeit, im Jugendtreff gemacht haben. Das ist bestimmt eine tolle Sache, wo man das mal ausprobieren kann, ob der Pfarrberuf für einen was wäre. Ich finde, der Pfarrberuf ist ein sehr abwechslungsreicher, interessanter Beruf. Man muss sich gut organisieren können. Man wird auch nie allen Erwartungen der Leute gerecht werden können. Man muss auch mal hin und wieder Nein sagen können, wenn man merkt, das passt vielleicht nicht zu einem oder die Erwartungen sind einfach zu viele, zu so. Zwei Kirchengemeinden, wie ich sie habe, gehören 1800 Kirchenmitglieder. Das ist ganz klar, dass sie ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was man als Pfarrer oder als Pfarrerin machen könnte. Genau, und da muss man einfach seinen Weg finden. Das Schöne ist, dass der Pfarrberuf auch viele Möglichkeiten bietet. Man hat so ein Kerngeschäft, ich habe schon erwähnt, Geschäftsführung, sich um Gebäude kümmern, Gottesdienste halten, Mitarbeitermanagement, in meinem Fall Kindertagesstätten, Unterricht machen, Konfirmandunterricht, Schulunterricht, Beerdigungen, Trauungen, Taufen. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Pfadfinderarbeit. Sowas muss man natürlich nicht machen, eine Pfadfinderarbeit ins Leben rufen. Aber ich hatte da Lust drauf, weil ich früher als Jugendlicher selbst gerne immer draußen war, mehrere hundert Kilometer Fahrradtour mit Zelt und allem gemacht habe, über die Alpen und so weiter. Genau, und dann bot sich das hier an. Da kommen ganz viele Kinder, sind jetzt wieder für die nächste Saison 40 Kinder angemeldet. Oder auch so Jugendband und moderne Gottesdienstarbeit haben wir hier ins Leben gerufen. Das muss man auch nicht machen. Ich hatte da Lust drauf, weil mir moderne Gottesdienste am Herzen liegen. Und ich mir denke, der Gottesdienst kann auch ruhig modern daherkommen. Guck mal, da ist wieder unsere Lutherkirche. Da machen wir vielleicht mal einen eigenen Bericht drüber, unseren modernen Gottesdienst.
Genau, also wenn euch noch Sachen interessieren zum Fahrberuf, postet mir das unten eure Fragen. Jetzt habt ihr vielleicht meinen ersten Eindruck hier von den beiden Orten. Hier ist unser Pfarrhaus, toller Hof, tolles Gelände hier mit Feuerstelle und allen Möglichkeiten. Da eine riesen Scheune, wo unser ganzes Material samt Rasentraktor eingelagert ist. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.